Recht herzlich willkommen zur 42. Folge von Stellaris. Ja, Anomalie sind wir am Forschen hier und wir waren aber bei dem Planeten, warte, lass mich mal gucken, Muba. Und zwar haben wir da, und da müssen wir irgendwie erstmal ins System und auf den Planeten, komm schon. Was hier? Nein, das ist unser Schiff. Wir waren auf dem Planeten hier. Und da haben wir geguckt nach Oberfläche und haben das gesehen und das gesehen und dann haben wir uns geärgert, weil wir die Äpfel nicht hier machen können, die hier so schön angezeigt ist, also die Nahrung. So, dann war mein Gedanke, der sitzt ja hier, wo nix ist, aber da sind zwei Dingens und deswegen habe ich gedacht, wir setzen den vielleicht einfach dahin. Was heißt denn das jetzt? Arbeitslosigkeit, genau, der ist arbeitslos. Und deswegen bauen wir hier erstmal Nahrung, weil die uns fehlt, ne? Da oben. So, dann haben die was zu tun da, wie man sieht. Und geht hoffentlich weiter. So, Pause müssen wir rausnehmen. Und dann ist der beschäftigt, ne? Der ist dann gleich nicht mehr arbeitslos, wollen wir hoffen. Macht aber auf jeden Fall was zu essen. Gut, schauen wir mal weiter. Unsere Sternenkarte wird auch größer, wie man sieht. Das kann ich, glaube ich, erstmal zu. Sektor hatten wir zwei jetzt hier. Müssen wir nachher gucken, ob wir da noch einen dritten machen. Und wie sieht es eigentlich mit dem dritten Schiff zur Kolonisierung hier aus? Hatten wir da nicht was? Savannenwelt. Die könnten wir kolonisieren, oder? Jo. Haben wir da ein Schiff jetzt, das ist die Frage. Aber das zeigt er uns ja jetzt hier an, oder? Oder würde meckern, wenn es nicht geht, ne? Was hatten wir hier? Trockenes Klima. Alpinwelt, Kontinentalwelt, tropische Welt, Kontinentalwelt. Tropische Welt, Alpinwelt. Die werden dann wahrscheinlich, aber das ist ja jetzt. Nein, wir nehmen mal hier irgendwie was, ne? Kontinentale Welt. Was heißt das? Kolonisieren, und zwar, wo gehen wir hin? Da wäre was zu essen. Da wäre was zu essen und ein Mineral. Tendenziell neige ich dazu, erstmal die Essensration zu kriegen. So, lass das mal so machen, das ist gut. So, irgendwo muss jetzt einer unterwegs sein und das machen, oder? Ach, das ist schon ein Kolonieschiff. Macht das auch das Entscheidende dann? Oh, das System. Sagt er hier, Bauvorhaben abgeschlossen. Ah, okay, funktioniert. Er ist auch nicht mehr arbeitslos und wir haben jetzt zwei Essen dazugekriegt, also nur noch eins im Defizit. Ah, das ist hier das Kolonieschiff und wahrscheinlich ist es das Falsche, ne? Ja, okay. Läuft, ne? Wahrscheinlich kommt jetzt ein anderes dahin. Haben wir zwei? Jo, wir haben zwei. Aber keins macht das, oder? Wie sehe ich das? Hackett ist hier, oder was? Ne, das ist da. Okay, keiner von denen würde das jetzt gerade machen, oder wie sehe ich das? Astroller. Spezialprojekt abgeschlossen. Aha. Wissenschaft unter Führung von Benedett Bianconelli. Eine große Anzahl wertvoller physikalischer Daten sammeln konnten. Okay, wunderbar, toll. Jetzt nochmal Sternenkarte. Da sind wir verkehrt, sondern da sind wir richtig. Die Welt wollen wir kolonisieren, richtig? Genau. Ach so, ja. Ach, hier gibt es schon eine geplante Kolonie. Auch schön. Untätig. Kann ich das auch abbrechen dann? Wahrscheinlich nicht, ne?
glaube, wir haben das dahin machen wollen, ne? Aber irgendwie läuft das gerade nicht. Was haben wir falsch gemacht? Gute Frage, ne? Hier fliegt keiner durch die Gegend. Konstruktionsschiff. Sozialforschung. Lass mal das Konstruktionsschiff nehmen und Forschungsstation bauen, im Orbit einfliegen. Ne, das bringt uns jetzt gerade nichts. Hier ist natürlich dann die nächste Welt. Das war die Top-Welt, die wir richtig gut kolonisieren können, aber noch 255 kostet uns. Hätten wir auch. Aber ist jetzt nicht so das, was ich haben möchte, ne? So, ich wüsste jetzt aber gerne, wer dahin fliegt, ne? Okay, Forschung abgeschlossen. Jetzt können wir was abbauen. Nitrogas. So, das ist schon ausgewählt. Planetares Energienetz. Hyperraumsensoren oder KI-gesteuerte Kolonieschiffe. Kolonieentwicklungsgeschwindigkeit plus 50. Hört sich top an, ne? Die Kolonieschiffe werden billiger. Hyperraumsensoren. Okay. Achso, wenn wir da drauf sind, macht das so ein Zeichen. Zeichnung. Also am einfachsten ist es das. Speicherkredits plus. Speicherkapazität. Energiecredits. So, die sind es aber. Buh. Wir nehmen das. Macht gerade Sinn. Was ist die Traveler? Die erforscht jetzt gerade nichts, ne? Schon ausgewählt? Ja. Ist schon erforscht wahrscheinlich. Oh, wie kriege ich es denn jetzt hin, dass ich da... Wo ist er jetzt? Ah, dann fliegt sie dahin, aber... Ah. Auch mal da System erkunden und fertig. Da hat die was zu tun. Okay, Kolonieschiff. Ja, irgendwie weiß ich jetzt auch nicht, warum das hier nicht so wirklich. Was ist der Auftrag, den ihr hat? Sieht man das irgendwo? Nicht wirklich, ne? 45% Bewohnbarkeit, das ist schon mal cool. Aber ich sehe nicht, wo er hier müsste ankommen, ne? Tut's aber nicht. Schade. Schade. So, weiter gucken. Der Reich ist natürlich nicht das Größte im Endeffekt, ne? Wie sieht das hier aus? 2 und 2 und Nummer 2. Jetzt muss man gucken, wo bewohnbare Welten sind. Ne? Was ist hier nochmal los? Also da ist er. Können wir nicht wegen 35%, also zu wenig zum Kolonisieren. Da kann man nichts sehen. Ist zwar angezeigt, aber bringt uns nichts, ne? Da unten ist auch was. Hier wäre eine Welt zum Kolonisieren da auch. Die wird gehen. Wohnbarkeit 40%. Wie sieht die Oberfläche aus? Relativ gut. Lecker, noch mehr da, bestens. Ja, da sollte man Gedanken drüber hegen, das zu machen. So. Ja, es ist schön, was da so läuft. Ja,
Hier ist jetzt nichts, was man sagen könnte, hier bringt's was, ne? Ich hätte gern diese Welt kolonisiert, aber es geht nicht. Es gibt schon eine geplante Kolonie. Ja, dann. Zeit läuft, also ich weiß nicht, warum es nicht gemacht. Ah, da. Kommt wer? Ach, wir haben Neues gebaut. Alles klar. War auch so langweilig mit einem. Oder beziehungsweise zwei. Dann machen wir lieber drei, ne? Ja, okay, dann ist das auch nicht so schlimm. Naja, First Strike. Was? Schicke Meldung hier. System erkundet. Bringt uns jetzt an. Ja, doch. Doch, könnte man nicht jetzt sagen, dass es schlecht ist, ne? Ressourcen 4. Ja, mach da weiter, oder? Wie du was zu tun hast. Was haben wir noch? Konstruktionsschiff, ja. Militärmacht. Eine Forschungsstation haben wir da gebastelt, okay. Ohne Welt. Aber das ist schon dadurch, ne, oder? Ist das? System erkundet, erledigt. Oh, Essen ist gerade knapp, ne? Da müssen wir uns ums Essen kümmern, das ist wichtig. Wer möchte da was? Das ist aber nicht unseres, ne? Mal weg. Was? Oberfläche. Können wir denn hier was ausbauen? Verbessern geht nicht. Da auch nicht. Nicht da. Nein. Nein. Geht überhaupt was verbessern? Da würde es gehen. Dann mach das mal. Einfaches Forschungslabor. Stopp, da geht auch was. Hauptstadt. Ich weiß jetzt nicht, ob das verbessert wird oder nicht. Müsste ich erst was auswählen, ne? Das will ich aber nicht. Ingenieurslabor und derzeit im Bau, einfach Forschungslabor. Okay, dann lass es derzeit mal im Bau. Alles grau. Nee, mehr geht nicht. Gut, das war jetzt Ass. Umber Prime. Und da kommt schon der nächste. Das heißt, hier können wir was bauen. Okay, da unten, das wär's, aber da haben wir nicht. Planetare Außenposten wird da benötigt. Kann ich aber nicht bauen. Aber hier einfacher. Machen wir doch, oder? Zack. Geht zwar dann Dach kaputt, aber das ist halb so wild, weil da haben wir jetzt erst noch. Das andere ist viel wichtiger. Kriegserklärung. Sind nicht wir, na, zum Glück.
System ist auch erkundet. Und. Okay, nicht Angriffseinladung. 2, hier sind 3, da, okay. Das ist das Forschungsschiff, ne? Genau. Da waren wir gerade. Erkunde da bitte weiter. Das brauchen wir nicht mehr. Galaxiekarte schließen wir verkehrt, will ich doch noch reingucken, ne? Also hier müssen wir uns irgendwie noch ausweiten, ne? Das hat so keinen Sinn. Können wir nicht kolonisieren, ne? Das ist nicht gerade angezeigt, dass das geht. Oberfläche. Können wir aber auch nicht. Obwohl es will. Okay, liegt innerhalb einer Grenzen eines anderen Reiches. Kann aber nicht mehr lange dauern, dass das da weg ist, oder? Wir wachsen doch noch hier. Das wird auch kleiner. Was da gerade passiert? Keine Ahnung, ne? Da oben. Auf Arm abgeschlossen, okay. Verbessern. Ah, hier können wir das machen. Aber da fehlen uns jetzt hier irgendwie. Kostet 315 und wir haben. Oh, wir haben da eigentlich genug. Wieso geht das nicht? Muss das vor Ort sein oder was? Ah, 5 Bewohner. Der vierte wird gerade gemacht. Okay, das kriegen wir noch hin. Wird aber etwas dauern. Gut. Okay. Was haben wir da noch Nettes? System erkundet. Jo, dann erkunde mal das System noch. Und dann würde ich aber erstmal sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.